Knight Rider. Die Abenteuer des Michael Knight. Er kämpft für die Unschuldigen, die Hilflosen, die Machtlosen. An seiner Seite Kit. Ein Auto, ein Computer, ein Wesen. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht. Ich hoffe nur, es ist nicht mehr weit bis zum Bezirksmuseum. Der Dreck auf diesen Sandpisten verkratzt mir völlig die Optik. Kit, das ist kein Dreck. Das ist der Staub von alten indianischen Kulturen. Wissen Sie, meinen Turbinen ist es völlig egal, wie sich das Zeug schimmt. Sie fressen sich trotzdem bald fest. Tut mir ja leid, Kit. Aber Devin hat gesagt, es sei wichtig. Wir müssten unbedingt mit Dr. Litten sprechen. Er muss ja auch nicht hier rausfahren. Du bist heute Morgen wohl mit dem falschen Reifen zuerst aus der Garage gerollt. Michael, da kommt uns ein Jeep entgegen. Ja, und? Ich würde sagen, der Fahrer ist entweder betrunken oder verrückt, oder er will sich umbringen oder alles zusammen. Tatsächlich. Sieht ja ziemlich halsbrecherisch aus. Hoppla! Der hätte uns beinahe gerammt. Sehr freundliche Begrüßung. Der Mann hinter dem Steuer, also, wenn mich meine Speicher nicht täuschen, dann war das doch so gewesen. Was? Okay, fahren wir ihn nach. Kit kreiselt herum und nimmt die Verfolgung auf. Dr. Litten! Dr. Litten! Mein Name ist Michael Knight von der Foundation. Sie haben Devin Miles angerufen. Ja. Ah, das ist ein reizender Schatz. Er hat uns einfach gerammt. Kit, ich glaube, der Mann braucht Hilfe. Halt die Geschwindigkeit, ich steige um. Sicher, Michael. Aber bleib zuvor. Während Kit darauf achtet, dass er immer auf gleicher Höhe neben dem dahin rasenden Jeep herfährt, öffnet Michael das Sonnendach, klettert raus und mit einem halsbrecherischen Sprung entert er den anderen Wagen. Dr. Litten reißt das Steuer herum und kurz darauf landen sie im Graben. Doch sofort geht der Mann auf Michael los, wirkt ihn. Nein! Nee! Schon gut, ich bin Michael Knight. Ich will Ihnen helfen. Ohnmächtig. Was ist denn mit ihm, Michael? Keine Ahnung. Erst hat er versucht, mich zu würgen. Dann ist er plötzlich in sich zusammengefallen. Schließen Sie ihn an mein medizinisches Diagnosesystem an. Vielleicht kann ich dann mehr sagen. Okay. Sein Blutdruck ist 200 zu 140. Michael, der Mann ist in akuter Lebensgefahr. Die Haaranalyse ergibt, dass er unter einer Droge steht. Unter welcher Droge? Ist mir leider unbekannt. Unbekannt? Ich dachte, du kennst alle existierenden Medikamente. Das sind doch mindestens 3000. 5875, um genau zu sein. Und ihre Zusammensetzung ist mir auch geläufig, aber bei diesem Medikament muss ich passen. Okay, bringen wir ihn ins Krankenhaus. Hauptquartier der Foundation weiß man noch nichts von den dramatischen Ereignissen. Dort bereitet sich Devin auf ein ganz anderes dramatisches Ereignis vor. Professor Dorville muss gleich hier sein, Bonnie. Devin, ich habe Sie ja noch nie so aufgeregt gesehen. Ja, es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass man in eine so ehrenwerte Gesellschaft wie die Helios aufgenommen werden soll. Ja, ja. Es ist nur, dass immer, wenn ich in Eile bin, mir dieser blöde Krawattenknoten nicht gelingt. Ich würde sagen, ein untrügliches Zeichen von Nervosität. Ein im Zusammenhang mit Devin Miles sehr selten auftretendes Phänomen. So, sitzt er jetzt? Na, perfekt. Bonnie, ich bin froh, dass Sie hier sind, um diesen Moment mit mir zu teilen.
Ich wünschte nur, Michael wäre auch hier. Ich mach schon auf. Hallo. Guten Abend. Hier entlang, bitte. Mein lieber Graham, ich freue mich, dich zu sehen. Du siehst gut aus, mein Freund. Und wie immer ist es eine Freude, Ihrer Schönheit gegenüberzustehen, Miss Barstow. Oh, vielen Dank. Willst du dich nicht setzen, Graham? Danke. Ich habe etwas Wichtiges mit dir zu besprechen, Devon. Ich hoffe, ich bin nicht durchgefallen. Was? Ja. Die Ergebnisse des Helios-Tests. Mein Ergebnis müssen Sie nicht auswerten. Ich habe Devon eigentlich nur ein bisschen Gesellschaft geleistet und auch Spaß mitgemacht. Nun, wie Sie wissen, ist der Helios-Test eigentlich mehr als nur eine Aufnahmeprüfung. Er ist ein allgemein anerkannter Test, der als Maßstab für angeborene Intelligenz gilt. Er testet nicht nur die vorhandenen geistigen Fähigkeiten, sondern auch die Kapazitäten, um höhere Ebenen des Denkens zu beherrschen, die wir brauchen, um die dringlichsten Probleme in unserer Welt zu beseitigen. Also deshalb freue ich mich sehr, Ihnen heute unser neues Helios-Mitglied vorzustellen, Miss Bonnie Barstow. Sind Sie sicher? Naja, absolut sicher. Helios macht keine Fehler. Herzlichen Glückwunsch, Bonnie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Am Wochenende wird auf unserem Besitz eine Aufnahmezeremonie stattfinden und Sie werden natürlich dabei sein. Gern. Oh, und Devon, ich freue mich auch sehr, bekannt geben zu können, dass wir dich, um dir unsere Anerkennung für die Jahre zu zeigen, die du uns in Freundschaft zur Seite gestanden hast, dass wir dich zu unserem Ehrenmitglied gewählt haben. Ehrenmitglied? Danke, Graham. Ich bin sehr erfreut. So, Bonnie, und jetzt möchte ich Ihnen noch die Helios-Nadel anstecken. Das Zeichen Ihrer Mitgliedschaft. Moment bitte. Hallo? Devon, hier ist Michael. Wo sind Sie, Michael? Im Krankenhaus. Ich habe schlechte Nachrichten. Was ist passiert? Als ich Dr. Litten gefunden hatte, bekam er einen Anfall. Er liegt im Koma. Die Ärzte wissen noch nicht, woran es liegt. Er hat wahrscheinlich eine Droge im Körper. Aber Kids Analyse ist negativ. Danke, Michael. Ich komme sofort zu Ihnen. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Was ist passiert? Jim Litten liegt im Koma. Oh, wie furchtbar. Devon, der Grund, warum ich dich eigentlich aufgesucht habe, ist, dass in den letzten Monaten zwei Mitglieder von Helios umgekommen sind. Ja, und beide auf mysteriöse Weise. Professor Deauville begleitet Devon ins Krankenhaus, wo sie schon von Michael erwartet werden. Jim Litten und ich, wir kennen uns seit Princeton. Einer der Professoren war wirklich großartig. Er hieß Dr. Whitehead. Er machte viel Ausgrabungen mit uns und er erzählte, dass all die Geschichten über indianische Geister, die ihre Götter bewachen, einfach nur Aberglaube seien. Nun, und eines Nachts haben Jim und ich uns dann bemalt und haben uns Federn ins Haar gesteckt und grässliche Masken aufgesetzt. Ja, und dann sind wir in Dr. Whiteheads Zelt. Also, ich habe noch nie einen Mann so schnell laufen sehen. Hier, hinter der Tür ist sein Zimmer. Wissen Sie, der Fund des Aztekengoldes letztes Jahr direkt vor Mexico City ist Jims größter Triumph. Abgesehen von dem materiellen Wert dieses Goldschatzes ist der historische Wert einfach unschätzbar. Und dass Jim da jetzt so liegt, sind Sie auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Gehen wir rein. Jim? Jim? Nein! Ich bin es, Jim. Nein! Graham! Nein! Beruhige dich. Was ist denn hier los? Bitte gehen Sie jetzt. Sie sehen doch, dass der Patient Ruhe braucht. Ganz ruhig. Gehen wir lieber wieder.
Das ist nicht Jim Lytton da drin. Wie meinen Sie das? Das ist nicht der Jim Lytton, den ich kenne. Hör zu, Devon. Ich hasse es, dich um einen Gefallen zu bitten. Schon gut, Graham. Ich werde dir helfen, wenn ich kann. Komm nach Helios und finde heraus, wer dafür verantwortlich ist. Wieso denken Sie, dass es jemand von Helios ist? Ich weiß es nicht genau. Wenn es niemand aus unserer Organisation ist, dann weiß ich nicht mehr weiter. Wir kommen. Und wir tun, was wir können. Danke. Während Bonnie und Devon am Wochenende ganz offiziell zu der Aufnahmezeremonie fahren, schleicht sich Michael mit Kit durch die Hintertür ein. Und Helios, der griechische Gott des Lichts, fuhr im Sonnenwagen zu seinem Palast. So eine Art antiker Rolls Royce, wie? Nicht schlecht. Ein Vergleich, der Ihrem Niveau entspricht. Oh. Wollen Sie nicht doch mal etwas gegen Ihre mangelhafte Bildung unternehmen, Michael? Kit, vergiss es. Das war nicht ernst gemeint. Sag mal, bist du schon die Daten, die Bonnie über Helios besorgt hat, durchgegangen? Natürlich, Michael, aber ich finde keine Verknüpfung zwischen Dr. Lytton und den beiden Mitgliedern von Helios, die gestorben sind. Also nichts. Michael, kann ein Rolls-Royce Computerdaten auswerten? Nein, kann er nicht. Und du bist mir auch viel mehr wert als jeder Rolls-Royce dieser Welt, Partner. Danke. Der Besitz von Helios ist ja riesig. Bonnie übersehbar. Diese Parkanlage, gigantisch. Warum, glauben Sie, liegt er so einsam? Keine Ahnung. Aber wenn ich ein bisschen herumschnüffel, finde ich das vielleicht heraus. Seien Sie vorsichtig, Michael. Bin ich doch immer. Natürlich. Im Personaltrakt des Anwesens, der für Unbefugte ausdrücklich verboten ist, zeigt unterdessen eine Frau den Mitgliedern von Helios einen interessanten Film. Bei diesem Wagen, den Sie im Moment auf der Leinwand in voller Aktion sehen, können wir wirklich von einem technischen Wunder unserer Zeit sprechen. Es gibt praktisch nichts, was dieses Auto nicht vermag. Seine Bezeichnung lautet Knight Industry 2000. Er ist der letzte Ausrüstungsgegenstand, den wir für unseren Plan noch brauchen. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, diese Supermaschine von ihrem Fahrer zu trennen. Er ist ein freundlicher, aber unbedeutender Mann namens Michael Knight. Michael hat auf dem Empfang zu Ehren der neuen Helios-Mitglieder inzwischen Devon getroffen. Michael, Dr. Lytton ist tot. Er ist tot? Ja. Die Ärzte wissen die Ursache noch nicht. Sie machen aber so schnell wie möglich einen Autopsiebericht. Drei tote Männer und keine Spur. Eine Droge, die Kit nicht analysieren kann. Was geht hier eigentlich vor? Haben Sie schon irgendetwas Seltsames entdeckt hier im Haus? Abgesehen von den Helios-Mitgliedern? Die sind nicht seltsam, nur etwas anders. Also sagen wir, dieses Haus ist nicht unbedingt mein Fall. Das ist mir bewusst. Ernste Gespräche. Na, schon vorbei. Wollen wir tanzen, Bonnie? Ach ja, gern. Ein Glückwunsch ist uns fällig. Wieso? Sie sind doch jetzt Mitglied. Nein, ich bin nur Gast. Ach so. Eigentlich sehen Sie auch gar nicht aus wie ein Helios-Mitglied. Tatsächlich? Ich fasse das als Kompliment auf. Ich bin Dr. Charlene Hahn. Michael Knight. Dann haben Sie versucht, Dr. Lytton zu retten. Ja, leider ohne Erfolg. Kannten Sie ihn? Mein Gebiet ist auch die Archäologie. Ich habe an seiner Ausgrabungsstätte mitgearbeitet. Sie ist, könnte man sagen, riesengroß. Was meinen Sie mit, könnte man sagen? Entschuldigen Sie mich bitte. Aber hören Sie! Ja, Kit, was ist los? Michael, meine Sensoren haben Schreie aufgezeichnet. Schreie von Tieren. Und zwar aus dem Lieblingsbereich der Dinger. Danke, Kumpel. Sofort entfernt sich Michael von den anderen Gästen und versucht, in den hinteren Teil des Anwesens vorzudringen. Durch eine Stahltür betritt er einen Raum voller Käfige. Und in den Käfigen sitzen Affen, Ratten, Mäuse. Aber hallo, das ist ja die reinste Menagerie. Guten Tag. Oh, hi. Ich sehe mich hier nur ein bisschen um. Wissen Sie, die Party ist stinklangweilig. Manchmal sind Tiere viel freundlicher als Menschen. Ja, das sind sie. Nur mit dem Foxtrott hapert's manchmal ein bisschen. Wir sehen uns sicher noch. Wiedersehen. Michael verlässt das Anwesen und bespricht sich mit Kit. Eine geheimnisvolle Wissenschaftlerin, drei tote Männer, ein Versuchslabor voller Tiere. Michael, wenn Sie mich fragen, da geht irgendetwas Merkwürdiges vor. Ganz meine Meinung, Kumpel.
Und alles hat bei Dr. Littens Ausgrabungsstätte angefangen. Ich denke, wir sollten dort mal vorbeifahren. Genau das wollte ich anbringen. Auf direktem Weg fährt Michael zu dem Gelände, wo Dr. Litten seine Ausgrabungen durchgeführt hat. Ein großes, eisernes Tor versperrt Unbefugten den Zutritt. Doch für Kit ist das natürlich kein Problem. Ich brauche eine große Grube und eine beträchtliche Anhäufung frischer Erde. Jede Menge Kunstschätze muss es hier geben. Ach, weil wir gerade davon sprachen, ich habe eben einen überfahren. Einen Kunstschatz. Ich sehe mal nach. Kit, das ist ein Tonkrug. Der ist wahrscheinlich mehrere tausend Jahre alt. Interessiert Sie das genaue Alter? Natürlich. Dieses Stück ist gerade einen Monat alt. Was? Einen Monat? So sieht das aber nicht aus. Das hat doch jemand absichtlich hierher gelegt. Aber Dr. Litten war doch ein weltbekannter Archäologe. Ja, ich weiß. Er würde sich nie an so einer Sache beteiligen. Und wer steckt Ihrer Meinung nach dann dahinter? Keine Ahnung. Aber das ist wirklich eine gute Frage. Wer und warum? In der Nacht schleicht sich Michael mit Kits Hilfe erneut auf das Helios-Anwesen. Unbemerkt dringt er bis zu den Aktenschränken der Organisation vor. Und hier stößt er auf Interessantes. Jim Litten? Bonnie Barstow, Bonnies Test. Was? Nicht bestanden? Das ist interessant. Kit? Kit hat eine eigene Akte? Kit? Ja, Michael? Ich weiß zwar nicht, was hier abläuft, aber es gefällt mir überhaupt nicht. Hast du eine Ahnung, wo Bonnie ist? Meine Sensoren sagen mir, dass sie sich zurzeit im zweiten Stock des Westflügels befindet. Was, sie ist hier? Ja, und beeilen Sie sich, Michael, es wird hell. So schnell er kann, eilt Michael quer durch die Villa zum Westflügel. Hinter welcher Tür, Kit? Sie stehen direkt davor. Aber Vorsicht, hinter der Tür sitzt eine Wache. Dann sorgt dafür, dass er rauskommt. Einen Moment, Michael. Was? Gute Nacht. Bonnie. Bonnie, bist du hier? Ach, wo ist denn hier das Licht? Kit, hol uns in 30 Sekunden am Haupteingang ab. Bonnie. Bonnie, wach auf. Bonnie, wir müssen hier weg. Komm endlich hoch. Was denn? Na, nun komm schon, mach jetzt. Wie von Hunden gehetzt rennen die beiden durch die Villa. Vor dem Hauptportal kommt Kit mit quietschenden Reifen zum Stehen. Die beiden springen hinein und mit aufheulendem Motor schießt das Auto davon. Das war aber knapp. Fahr zurück, Michael. Wie bitte? Fahr zurück, Michael, oder ich schieße. Komm schon, steck die Pistole weg, Bonnie. Halt den Mund. Kit, fahr endlich zurück. Bonnie, ich bin völlig Michaels Meinung. Was Sie da tun, entspricht nicht der Vorschrift und beunruhigt mich zutiefst. Das ist schon in Ordnung, Kit. Vertrau mir. Ich erkläre es dir später. Hör nicht auf Sie, Kit. Tut mir leid, Michael. Ihr Leben ist in akuter Gefahr. Und mein oberster Grundsatz lautet, es unter allen Umständen zu schützen. Also dreht Kit um und fährt zum Helios-Anwesen zurück. Dort werden sie schon von Professor Deauville und seinem Helfer aus dem Tierlabor, Peter Stark, erwartet. Das war gute Arbeit, meine Liebe. Sehen Sie, Mr. Knight, außer Drogen, die man nicht nachweisen kann und die einen Menschen töten können, haben wir auch Chemikalien entwickelt, die Kontrolle des Gehirns übernehmen. Bonnie! Los, gehen wir. Wohin? Normalerweise würde ich das nicht tun, aber Sie werden die Vollendung unseres Planes nicht mehr miterleben. Darum ist es nur recht und billig, dass Sie seine Brillanz erfahren.
Sehen Sie, die atomare Zerstörung dieser Erde wird über kurz oder lang nicht zu vermeiden sein. Ach, es ist bekannt, dass die Nachwirkungen dieser nuklearen Katastrophe die Bevölkerung weiter dezimieren werden. Wer allerdings glaubt, dass es Zufall ist, wer diesen Holocaust überlebt, der hat Darwin nicht gelesen. Sie sind verrückt. Na, nicht verrückt. Das ist fortgeschrittene Intelligenz. Wer hätte das Recht zu überleben, wenn nicht die intelligentesten Menschen dieser Erde? Bitte, sehen Sie sich dieses Modell an. Eine unterirdische Stadt. Es war unser perfektes Modell. Bis der arme Jim Litton misstrauisch wurde und anfing herumzuschnüffeln. Was wollen Sie von Bonnie? Warum haben Sie sie einer Gehirnwäsche unterzogen? Kit. Kit? Sehen Sie, dieses Auto macht ein eigentlich unmögliches Verbrechen unglaublich einfach. Überrascht es Sie, dass wir das perfekte Verbrechen ausgearbeitet haben, um unsere Idee zu finanzieren? Deauville, bei Ihnen überrascht mich überhaupt nichts mehr. Gut, dann verstehen wir uns ja. Sehen Sie, wir haben bereits ein Viertel unserer zukünftigen Stadt unterhalb der Ausgrabungsstätte angelegt. Deauville, ich muss Sie leider enttäuschen, aber das Auto nützt Ihnen gar nichts. Der Wagen hört nur auf meine Befehle. Peter, schaff Mr. Knight hier raus. Jawohl, Professor, sofort. Nun mal langsam. Peter Stark schleppt den ohnmächtigen Michael zum Wagen, lädt ihn unsanft auf den Rücksitz und fährt davon. Unterdessen wenden sich Professor Deauville und Bonnie Kitt zu. Bonnie hat auf dem Fahrersitz Platz genommen, während Graham Deauville in der offenen Tür steht. Haben Sie alles, was Sie brauchen, meine Liebe? Ja, Professor Deauville. Also gut. Dann fangen wir an. Ich glaube, das ist es, was Sie haben wollten. Ist das schon der Computerausdruck zu meiner Frage? Ja, das ist er. Alle Achtung. Dauer der gesamten Operation nicht mehr als 17 Minuten. Großartig. Bonnie, Sie haben gesagt, Sie würden mir das mit Michael erklären. Er ist in den Untergrund gegangen. Von einem derartigen Auftrag ist mir nichts bekannt. Dann sieh doch mal genau nach. Machen wir weiter. Jetzt kommt das Sicherheitssystem. Bonnie? Was denn? Es ist mir wirklich unangenehm, schon wieder davon anzufangen, aber ich habe meine gesamten Aufzeichnungen durchgesehen. Nirgends ist davon die Rede, dass Michael in den Untergrund gehen soll. Keine Sorge, Kit, ich regel das schon. Was haben Sie vor? Ich breche ihm ein paar Schaltkreise raus. Keine Aufzeichnungen über Michael und... Peter Stark hat den bewusstlosen Michael unterdessen zur Ausgrabungsstätte transportiert und in eine der Gruben geworfen. Michael kommt wieder zu sich, als die ersten Erdmassen auf ihn niederprasseln. Mit einem Bagger versucht Stark, ihn lebendig zu begraben. Hey, verdammt, was soll denn das? Aufhören! Aufhören! Als Stark merkt, dass Michael wieder auf den Beinen ist, versucht er ihn mit der zentnerschweren Baggerschaufel zu erschlagen. Doch geschickt weicht Michael aus, klammert sich an der Schaufel fest und wird bei der nächsten Ausholbewegung aus der Grube gehoben. Hey, Stark! Hier bin ich! Komm her und trag es aus wie ein Mann! Du willst mich mit dem Bagger platt machen? Na, komm her! Komm doch her! Bravo! Das war dein Auto! Jetzt komm endlich raus da, du Feigling!
Schau. Schau, mein Freund. Das ist das Ende für dich und deine wahnsinnigen Freunde. Kit! Kit, kannst du mich hören? Kit! Aber Kit antwortet nicht. Er ist mit anderen Aufgaben beschäftigt. Wiederhol den Plan, Kit. Ich soll dabei helfen, das Azitengold aus dem Bezirksmuseum zu holen. Durch meine Stromkreisunterbrecher und meine Überwachungsmöglichkeiten sollte die Phase 2 am Museum nicht länger als 1 Minute und 10 Sekunden dauern. Sobald das Gold in unseren Händen ist, beginnt Phase 3. Wenn das Gold dann in Sicherheit ist und eingeschmolzen, wird es 35,7 Millionen Dollar wert sein. Ein perfektes Auto. Die Operation läuft an. Zur gleichen Zeit versucht Michael auf einer Straße in der Nähe des Ausgrabungsgeländes ein Auto anzuhalten. Da kommt Charlene Hahn in ihrem Wagen die Straße herunter. Charlene! Charlene, halten Sie an! Danke, dass Sie gehalten haben, Charlene. Wir müssen sofort zurück nach Helios. Zurück nach Helios? Ja. Nein, dahin gehe ich nie wieder zurück. Deauville hat Bonnie einer Gehirnwäsche unterzogen. Sie benutzen meinen Wagen. Sie planen einen Raubüberfall. Es ist zu spät. Sie sind schon unterwegs. Wo wollen die hin? Hören Sie mir zu. Sie haben Bonnie. Sie haben sie unter Drogen gesetzt. Sie verstehen das nicht. Deauville ist verrückt. Wenn er herausfindet, dass ich Ihnen helfe, tötet er mich genauso, wie er die anderen auch getötet hat. Okay, tut mir leid. Wir haben keine Zeit mehr. Bitte sagen Sie es mir jetzt. Wo wollen die hin? Ins Bezirksmuseum. Okay. Fahren Sie oder fahre ich? Ich fahre. In der Zwischenzeit haben der irre Deauville und seine Freunde den Parkplatz des Bezirksmuseums erreicht und sich in Stellung gebracht. Wir fangen an. Phase 1, Kit. Wie Sie befehlen, Bonnie. Hauptsicherheitssystem entschärft. Notsicherheitssystem entschärft. Und jetzt die Schlösser. Kit, Phase 2. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Michael Knight. Verschwinden Sie und rufen Sie die Polizei, Charlene. Kit, töte Michael Knight. Töte ihn. Jawohl. Nein, Kit, du gehörst mir. Ich habe meine Befehle. Du bist mein Auto, Kit. Ich gehorche Graham Deauville. Wofür steht das Wort, Kit? Es steht für Night Industry 2000. Ich weiß das, weil du mein Wagen bist. Du gehörst mir. Du bist programmiert, meinen Befehlen zu gehorchen. Sag's ihm. Sag's ihm, Bonnie. Das ist richtig, Kit. Nein, das ist nicht richtig. Ich bin Michael Knight und du bist der Knight Industry 2000. Du bist mein Wagen. Du gehörst mir. Kit! Ich habe meine Befehle. Ich gehorche Graham Deauville. Ist gut, Kit. Dann töte mich. Ich bleibe hier vor dir stehen. Ich gehorche Graham Deauville. Ich gehorche Graham Deauville. Ich gehorche... Ich kann Sie nicht töten, Michael, das wissen Sie doch. Darauf habe ich mich verlassen, Partner. Sie haben einen entscheidenden Fehler gemacht, Deauville. Kit war nie darauf programmiert, einen Menschen zu töten. So leicht. So leicht. So leicht kriegen Sie mich nicht. Hier geblieben. Halt, Michael. Bonnie, ist es vorbei. Wir haben zusammengearbeitet. Nein. Wir waren ein Team. Du und ich, Devon und Kit. Jetzt hör mir zu. Nein. Bonnie, wir arbeiten zusammen, um Menschen zu helfen. Nicht, um ihnen weh zu tun. Nimm meine Hand, Bonnie. Erinner dich an die Foundation. Sieh mich an, Bonnie. Wir sind ein Team. Wir lieben uns doch. Mike. Das ist gut. Das ist alles wieder gut. Während Michael Bonnie wieder in die Realität zurückgeholt hat, ist Deauville in einen Wagen gestiegen und rast nun davon.
Ruf Devin an. Sag ihm, was passiert ist. Ich schnapp mir Deauville. Okay, Michael. Pass auf dich auf. Kit! Los geht's. Ja? Wie fühlst du dich, Kumpel? Schnappen wir ihn uns? Ich weiß nicht, dass wir uns bei seinem halsbrecherischen Fahrstil noch um ihn kümmern müssen. Ich habe fast das Gefühl, die Sache erledigt sich von allein. Wir bleiben trotzdem dran. Er versucht uns abzuwenden. Ja, dann machen wir uns eben dünner. Ich bin aber lange nicht mehr auf zwei Rädern gefahren. Dann wird es aber höchste Zeit zum Üben. Und hopp! Seltsamer Zustand. Na, du schaffst das schon. Was hatten Sie denn gedacht? So, das reicht. Ja, nur die Landung, die müssen wir noch mal üben. Sie haben wohl immer etwas zu kritisieren. Ich glaube, unser Freund bekommt die Kurve nicht so ganz. Du hattest recht. Die Sache hat sich von allein erledigt. Am nächsten Tag im Hauptquartier serviert Michael Bonnie erst einmal ein handfestes Frühstück. Bitte sehr. Was ist das, Edles? Rühreier. Rühreier mit Speck. Toast goldbraun. Frisch gepresster Orangensaft. Erdbeeren mit Sahne. Devins Idee. Und eine schöne Rose. Michaels Idee. Und einmal die neueste Ausgabe der Autowelt. Meine Idee, Bonnie. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen. Oh, lieb von dir, Kit. Kit ist schon den ganzen Morgen so nett. Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen. Michael, ein schlechtes Gewissen ist eine rein emotionale, also eine menschliche Reaktion. Jedenfalls habe ich für Sie auch ein Exemplar besorgt. Ich danke dir. Ach, übrigens, Devin, das hier habe ich in den Helios-Akten gefunden. Was ist das? Oh, mein Test. Ha, ich habe bestanden. Oh, dann gehört die wohl eher Ihnen. Was ist das? Die Helios-Nadel. Die Helios-Nadel. Hm. Danke, Bonnie. Hm. Schmeckt gut. Hey, das ist mein Frühstück. Hm. Mit dieser Nadel kann man ganz wunderbar die Käsestückchen aufpicken. Ah, also so geht das aber nicht. Wenn du nicht isst...